In diesem Video schauen wir uns die Wildbestäuber genauer an. Wenn Insekten Blüten besuchen, kann es sein, dass an ihrem Körper oder in ihrem Pelz Pollenkörner hängen bleiben. Vor allem, wenn sie dicht behaart sind, wie diese Hummel oder die Hummelschwebfliege. So können sie diesen Pollen von einer Blüte zur anderen tragen und eine Bestäubung findet statt. Deshalb nennt man sie Wildbestäuber. Auch der Schmetterling ist ein wichtiger Wildbestäuber. Diese Fliege ist nicht dicht behaart, aber auch an ihrem Körper sind viele Körner hängen geblieben, wie auch bei diesem Bienenkäfer. Auch der Wohlschweber, eine Fliegenart, hat einen dichten Pelz und ist ein Wildbestäuber. Ein richtiges Pollenbad hat dieser Pinselkäfer genommen. Hier sehen wir eine kleine Furchenbiene. An ihren Beinen und auch am Hinterteil sehen wir viel gelben Pollen. Auch an dieser Wiesenhummel hat es Pollen an den Beinen. Und auch am Körper dieser Biene klebt sehr viel Pollen. Auf diesem Wiesenstück sehen wir ganz viele Insekten fliegen. Was könnte das sein? Wir schauen genauer hin und sehen, es ist eine kleine Biene mit ganz viel Pollen an den Beinen. So viel Pollen ist aber nicht zufällig hängen geblieben, sondern sie hat ihn ganz aktiv und bewusst gesammelt und klebt ihn jetzt mit ihren Beinen am Körper fest, damit sie ihn gut transportieren kann. Sie bringt nämlich diesen Pollen in ihr Nest hinein. Könnt ihr ähnliche Beobachtungen machen? Wir sind gespannt, was ihr alles entdeckt.